Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Natur. Und wir gehen direkt mal schlafen, weil wir müssen Holz sammeln und das Haus jetzt so langsam mal fertig kriegen. Ich meine, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs, das muss man mal sagen. Und in der letzten Folge waren wir ja bei Schlurp, Schlurp, Schlurp. Genau, und Schlurp, Schlurp, Schlurp ist mein neues Haustier. Ganz, ganz liebes Kerlchen. So langsam brauchen wir wirklich mal was zu essen hier. Entsoffner, habe ich einen Entsoffner? Nö, habe ich nicht. Entsoffner ist nicht so geil. Aber ich habe noch 12 Äpfel. Also 16 Äpfel. Aber die eigentlich auch... Ah, komm. Oh, jetzt mal direkt Fackeln hingeklatscht. So, ist ja schon mal gut. Da haben wir wenigstens was gegessen. Wir haben auch noch ein paar Beeren, die können wir essen. Oder ich glaube auch Saft draus machen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Chilischote. Wir haben Chilisamen, Tomatensamen, Kürbiskerne, rote Beetesamen. Wir haben schon einiges hier. Traubensamen. Sehr, sehr gut. Wir müssen nur mal gucken, was wir daraus machen. Ah, 3 Sticks habe ich noch. Ich wollte sagen, habe ich jetzt nicht mal mehr Sticks für eine Axt. Das wäre richtig Käse. Ja. Dann wollen wir mal hier wieder Holz holen. Da finden wir auch bestimmt wieder Äpfel. Ne, man könnte hieraus echt einen Eingang machen. Das wäre eigentlich eine coole Sache. Eieiei. Der Stamm ist aber dreimal so dick wie die Krone. Auch sehr merkwürdig. So, dann fangen wir hier mal an. Jo. Aber bei diesem alles muss korrekt sein und so, ne? Dann können wir auch kein Minecraft mehr spielen. Weil, guck mal, der Baum, der fällt nicht korrekt um. Der Baum ist ein Rassist. Ja, das ist ein Rassistenbaum. Und zwar hasst der die Anziehungskraft, weil der sagt einfach, gibt's nicht. Nö. Ich falle nicht nach physikalischen Gesetzen um. Ich bin ein rassistischer Baum. Naja. Hättest du nie gedacht, ne? Minecraft ist ein rassistisches Spiel. Unfassbar. Natürlich nicht. Ich muss das jetzt sagen, weil der ein oder andere wird das wirklich glauben, und ich, wenn ich das sage. Aber nein, natürlich ist Minecraft kein rassistisches Spiel. Man muss einfach nur ein bisschen lockerer werden. Einfach mal so ein bisschen den Stock aus dem Allerwertesten ziehen und mal ruhiger werden. So, und dann ist das Ganze doch, dann, vor allem ist auch das Leben dann viel angenehmer. Viel, viel angenehmer. Wenn man sich einfach nicht alles zu Herzen nimmt und alles ein bisschen lockerer sieht, ist das Leben viel angenehmer. So, wie viel Holz haben wir schon wieder? 50, okay. Weil so viel brauchen wir nicht mehr, um fertig zu werden. Wir gucken mal. Also zumindest mit der Grundform. Wir müssen ja noch einrichten und, ne? Wir brauchen einen Enchantment-Raum. Wir brauchen ein Lager. Wir brauchen so viel. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Aber halb so wild. So. Hallo Holz. So, hier nochmal, da nochmal. Da ist noch ein Holz. Da ist irgendwo noch eins. Da ist noch eins, okay. Da ist noch eins. Wubbidi-wups. Da ist noch eins. Okay, ich muss gerade ein bisschen gucken, wo das ganze Holz ist, weil das ist echt nicht so einfach. Oder das hier hängt nur, weil ich hier bin, ne? Warte. Nein. Da ist noch eins. Ah, okay. Gefunden. Hier ist noch eins. Was ist das denn? Was war das denn? Sollte das ein Specht sein oder was? Was? Du bist das? Die Dinger hier. Doing. Warte mal, kann ich den abbauen? Ich habe da einen Plan. Cutterplant. Warte, wenn ich den jetzt... Andersrum. Alter, wir könnten voll... Wir könnten voll die Instant-Reise machen, so.
Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Damit kann man sich irgendwie voll schnell fortbewegen. Aber gut zu wissen, dass es dieses Pflänzchen gibt. Und ich glaube, das andere war irgendwie, dass diese Pflanze festhing. Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Hallo? Gibt es hier voll viele von den Dingern. Ich bin gerade verwirrt. Nein, aber man muss echt einfach ein bisschen lockerer werden und gleichzeitig auch aufpassen, dass man nicht irgendwie unverschämt wird, ne? Weil du darfst ja eine Meinung haben und du darfst ja denken, was du willst, ne? Das ist alles okay. Aber halt nicht beleidigend werden oder so. Lass, du sagst, du sollst ein bisschen lockerer werden und so, aber beleidigen ist dann auch wieder falsch. Ja, weil das hat nichts mit locker sein zu tun. Das ist gemein. Das verletzt jemanden. Ne? Aber man sollte einfach lockerer werden im Sinne von, wie gesagt, ich hatte früher einen Kollegen, der war so schwarz. Der war so schwarz, ohne Scheiß. Der war so schwarz, den hast du im Dunkeln wirklich nur gesehen, wenn er gegrinst hat. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, das ist nicht böse gemeint oder so. Das ist einfach so. Und der lacht da drüber. Ich habe ja nichts gegen ihn oder gegen die Hautfarbe oder gegen sonstiges. Es ist ja einfach Fakt. Und da muss man halt ein bisschen lockerer werden, ne? Aber jetzt hinzugehen und jemanden zu beleidigen, das hat ja nichts mit lockerer werden zu tun, das ist einfach fies. Ich meine, ich will dir nicht vorschreiben, wie du dich benehmen oder verhalten sollst. Das ist dein Ding, ne? Aber du musst aber mit den Konsequenzen leben. Und darüber denken halt viele nicht nach. Darüber denken viele nicht nach. Wenn die dann gebannt werden bei mir auf dem Kanal, dann ist das Geschrei groß und dann kriege ich E-Mails und dies und jenes und bla und Pech gehabt. Wer sich benimmt wie, der wird auch behandelt wie. Ne? Weißt du Bescheid? So, jetzt können wir mal weiterbauen hier. Wir müssen gerade gucken, wie wir hier hochkommen. Und haben wir die Werkbank noch dabei? Ja, haben wir. Sehr schön. Werkbank, dann können wir hier nämlich gleich. Wir haben ja noch Treppchen. Und wir haben hier hinten eins hier freigelassen. Und das Ganze geht 1, 2, 3, 4, 5. Okay, warte. Ja, ich brauche doch gar nicht zählen. Ich kann doch einfach hier hingehen und lasse hier 1, 2, 3, 4 frei. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier müssen wir direkt wieder ansetzen, damit wir nach oben kommen. Hoffe ich mal, weil der Bau oben wird ja nochmal ein bisschen anders. Da müssen wir nochmal gucken. Das weiß ich noch nicht, ob das so klappt. Aber wir werden sehen. So, erstmal einen Haufen Holz. Ja, sehr gut. Und weiter geht's hier. Wir erstmal direkt wieder bauen, bauen, bauen. Damit dieses Haus mal fertig wird. Nee, aber das ist halt etwas, was viele nicht raffen. Ne? Also die verstehen nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen beleidigen und eine Meinung haben. Das ist ein Unterschied. Ja, ein Unterschied. So. Und hier nochmal. Und hier auch nochmal, müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich die letzte Etage da drauf machen soll. Ich überlege, ob ich die so ein bisschen anders mache als jetzt die erste und zweite Etage, weil sollte ja schon einen kleinen Unterschied geben, ne? Sonst ist es so ein bisschen langweilig. Aber erstmal müssen wir das Ganze nur einen hoch machen und hier rüberziehen. Das heißt, jetzt brauchen wir wieder ordentlich Holz. Nein. So, hier nochmal. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sehen auch gleich welchen. Ne, ich glaube, oben mache ich das dann ein bisschen anders. Ich habe da schon einen Plan, wie. So. Ich glaube, das wird ein bisschen. Ich glaube, so hatten wir das auch noch nicht in Tutorials. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht neues Tutorial incoming hier. Nee. Aber wir machen das schon. Ne?
Ich sehe das doch nicht so eng, wenn jetzt hier jemand Spaß macht oder so. Oder es gibt ja auch viele, zum Beispiel, du musst lockerer werden, ja? Du musst lockerer werden. Beste Beispiel. Beste Beispiel. Erster. So, wie vielen von euch ist jetzt kochend das Blut aus den Ohren geschossen, weil ich Erster gesagt habe? Ich vermute vielen. Oder? Komm, sei ehrlich. Sei ehrlich. Dir ist das Blut kochend aus den Ohren geschossen. Ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, warum so viele Menschen einen Hass gegenüber anderen haben, die einfach nur Erster schreiben. Vor allem sind die Leute, die einen Hass dagegen haben, die sind schlimmer. Lass die Leute doch Erster schreiben. Es kann dir doch egal sein. Weißt du, es kann dir doch so egal sein. Aber allein schon dadurch, dass du darauf reagierst, ja, zeigt, dass es dir nicht egal ist. Und zeigt auch, dass du charakterlich nicht unbedingt die stärkste Person bist. Weil du nicht mal über ein random, anonymes, fremden Kommentar auf YouTube stehen kannst. Das argumentieren musst. Also, so, werd mal locker. Werd mal lockerer. Weil ich wurde auch letztens gefragt, warum ich den Leuten, die Erster schreiben, ein Herzchen gebe. Ganz einfach, die haben sich die Mühe gemacht, einen Kommentar zu schreiben. Auch wenn es nur Erster ist, das ist doch egal. Die Leute, die dann schreien, oder die dann wirklich böse Kommentare schreiben, an die Leute, die einfach nur Erster schreiben, oder Zweiter oder Dritter, ist ja egal. Ne? Da denke ich mir, ernsthaft, das sind dann die Leute, die von mir gebannt werden. Zum Beispiel. Weil wir sind doch einfach nur hier aus Spaß. Und wir wollen auch Spaß haben. Und Spaß kommt nicht mit Beleidigungen. Und mit Beleidigungen macht man auch nichts besser. Vor allem nicht gegen so eine Bagatelle von Problemen. Gegen so ein Billo-Problem, weißt du? Es beschwert sich ja auch niemand, dass überall Hashtag Ehrenmann steht. Egal auf welchem Kanal, egal welches Video, es beschwert sich niemand. Warum? Es ist genauso wie Erster. Hashtag Ehrenmann. Weil... Naja. Ja. Kommentar, ein Wort. Beide Kommentare sagen verhältnismäßig wenig aus. So. Wo ist der Unterschied? Dass die einen Erster schreiben und die anderen Hashtag Ehrenmann. Wo ist der Unterschied? Erkläre es mir bitte. Gibt es keinen. Genau. Da gibt es keinen. Und ich glaube, dass auch sehr viele einfach nur Erster in die Kommentare knallen, weil sich viele andere darüber aufregen. Das heißt, im Prinzip mit deiner Antwort und deinem vermeintlichen Versuch, die Welt von Erster-Schreibern zu befreien, macht nichts als diese zu befeuern. Diese anzuspornen, weißt du? Weil du dich einfach tierisch darüber aufregst. Die lachen sich kaputt. Also sie schreiben einmal Erster und wenn du Charakter stark bist, oder zumindest stärker als derjenige, der damit ein Problem hat, Charakter stark würde ich es nicht mehr nennen, dann sitzt du zu Hause und denkst, Alter, guck mal, wie der sich aufregt, nur weil ich Erster geschrieben habe. Weißt du? So. Manchmal denke ich mir das auch. Manchmal denke ich mir auch so, boah, worüber sich manche aufregen, das wäre mir die Zeit und die Nerven zu schade für. Und das finde ich ehrlich gesagt witzig. Wird aber trotzdem gebannt, ne? Weil ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder so das so ab kann wie ich. Ich bin erwachsen, ne? Ich bin, meine Zeit des Schulhof-Alpha-Tier-Daseins ist lange vorbei. Und deswegen kann ich sowas einfach abtun. Andere können das nicht, weil sie vielleicht jünger sind oder vielleicht denen es schwerer fällt oder keine Ahnung. Und deswegen... Aber bleib mal geschmeidig und lass die Leute doch Erster schreiben. Bleib geschmeidig. So. Ich muss gerade an Scrubs denken. Mit dem Old MC, der immer bleibt geschmeidig sagt. Die ganze Zeit. So, jetzt gehen wir einmal hier nochmal drauf. Und so ein... Oh, Adler.
Ich würde ihn mal gerne sehen, aber ich glaube, man kann ihn nur hören. Ich glaube, es gibt den Adler nicht als Tier. So. Okay, hier ist auch nichts mehr. Aber es gibt Geier. Geier haben wir schon gesehen. Die gibt es, definitiv. Aber ich finde es trotzdem schön, dass hier die Tiere so aktiv sind. Da, komm. Kommst du dran? Ja, sehr geil. Muss aber auch zerfallen. Ja, bitte, danke. So, einmal wieder runter. Das Problem ist halt auch, ich kann die Welt nicht ändern. Ich kann die Welt nicht. Ich kann halt sagen, ja, denk mal drüber nach, über das, was ich gesagt habe. Denk einfach mal drüber nach. Es kostet dich nichts. Ja, also du kannst darüber nachdenken, während du diese Folge guckst. Du kannst darüber nachdenken, während du andere Sachen machst. Du, ne? Ob du es letzten Endes tust, habe ich keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch letzten Endes... Naja, egal, würde ich nicht sagen, aber es ist halt so, also ich freue mich, wenn ich Menschen zu einem klein bisschen besseren Verhalten helfen kann, ne? Oder im Prinzip die Leute dazu bewege, dass wir vielleicht ein etwas netterer und gemütlicherer Ort werden hier auf YouTube. Es gibt so viele Kanäle, wo die Kommentare einfach keinen Menschen interessieren, wo die Kommentare einfach durchweg böse sind, wo die... Also, so... Aber ich lege viel Wert darauf, dass wir hier ein nettes Miteinander haben. Und wenn ich das schaffe, bin ich froh. Wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich aber auch nicht traurig. Ich kann es halt nicht ändern. Und da muss man wieder lockerer werden. So. Da muss man wieder lockerer werden. So, jetzt haben wir die Axt noch. Wupp. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug Holz. Dann haben wir angefangen. Sind wir jetzt die ganze Folge Holz am Hacken? Ernsthaft? Habe ich nicht um 22 angefangen? Wäre jetzt schon 17 Minuten. Okay. Das ging schnell. Schneller, als ich gedacht hätte. Aber ich muss mich sowieso dran gewöhnen, lange Aufnahmesessions zu machen, damit ich irgendwann mal frei habe. Weil wenn ich immer jeden Tag eine Folge aufnehme und hochlade und fertig mache, dann habe ich ja nie frei. Nie. Und ich will auch mal frei haben. Wobei ich das hier nicht so als Arbeit sehe. Das macht mir Spaß, aber nichtsdestotrotz will man ja auch irgendwann einfach mal nur rumhängen. Deswegen bin ich auch letztens auf der Couch eingepennt. Einfach mal gepflegt auf der Couch, dahin geratzt und nichts mehr gemacht. Deswegen kamen auch die Folgen zu spät. Hatte ich ja in den Community-Tab geschrieben, ne? Aber... Ja. Das war gut. Oder auch nicht. Pass auf, ich würde jetzt gerne hier oben... Also hier oben würde ich Schlafzimmer hinmachen. Siehst du, man hört den immer, aber man sieht den nicht. Das ist schade. Da haben wir noch eine Axt. Sehr gut. Das muss nämlich weg. Und hier oben würde ich jetzt gerne ein Schlafzimmer hinmachen. Ein Schlafzimmer. Und zwar genau in die Mitte. Das heißt, wir müssen gerade einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Das heißt, bei 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hier ist die Mitte. Das ist die Mitte. Und dann wahrscheinlich hier. Haben wir 3 da, 4 da. Okay, so. Die ist die Mitte. Die ist die Mitte. Und die müssen wir nehmen. Au. Die müssen wir nehmen. Ja gut, hier können wir eh schon mal eine Tür reinmachen. Das ist gar kein Problem. Das wird einfach groß, das Haus. Das wird schon groß. Aber es wird auch cool, weil wir können ja alles unterbringen. Wir können ja eine Architecture-Craft-Ecke machen. Wir können ganz viele Ecken machen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Eigentlich können wir das... Dann haben wir 1, 2, 3, 4 frei in die Richtung. Ja. Wir müssen aber noch genauso wie unten das Ganze einmal nach... Oder zweimal nach außen ziehen. So. Und hier auch nochmal. Und hier nochmal. Ich denke, es wird schon geil, wenn es fertig ist. Ich denke schon. Ich denke schon.
Das wird auch bestimmt sehr schön von hier aus so raus ex. Gehirndurchfall. Expedition zu machen oder so. Von hier aus dann mal nach Goldforge, dann mit einem Atlas wirklich mal nach Goldforge zu reisen, damit wir da auch wirklich mal wissen, wie eigentlich der Weg ist. Vielleicht so einen kleinen Weg dahin machen. Das wird schon cool von hier aus, denke ich. So. Müssen wir gerade einmal hier. Schupp. Schupp. Und schupp. Ja, pass auf. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Haben eine Menge geschafft. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Und bis dahin. Ciao. Mit V.